DevTest 6, SecDings Op. Ich bin ein alter Mann, ich verstehe das alles gar nicht. Ich habe gedacht, ich erzähle trotzdem mal eine Geschichte dazu. Das ist wahnsinnig sinnvoll. Und Daniel ist gekommen, das finde ich total schade, weil der weiß das alles und wird mir hinterher sagen, was ich für ein Depp bin. Ja, gehen wir aber mal auf die Grundlagen. Ich lade das jetzt nochmal neu. Ich habe nämlich gedacht, ich mache ein bisschen länger als 5 Minuten. Und habe gedacht, ich fange mal in denen an, was ich so gelernt habe. Und das war damals FTP. Kann das noch jemand? Ja, es gibt noch ein paar, die alten Hände gehen alle hoch. Und dann wurde es modern und dann kam da noch ein S dran. Da war es Secure. Yes, total geil. Als nächstes haben wir dann gelernt HTTP und da kam dann HTTPS dran. Und dann gibt es SMTP, wer weiß, was das ist? Sagen? Simple Mail Transfer Protocol. Und das nutzen wir heute noch. Und da gibt es kein S, sondern da gibt es einen Spamfilter. Das hat irgendwie nie geklappt. Und jetzt kommen wir zu meinem eigentlichen Vortrag. Also DevTest Sec Dings Ops. Was ist das denn jetzt? Das ist die eierlegende Wollmilchsau. Mit Stall, Futterkrippe, in der Cloud. Und jetzt ganz neu, sogar mit AI. So, ein Blitzsprech von Seven, das bin ich, wenn ich komisch drauf bin. Ich bin bei der Terrestris GmbH, OSGeo, Foskes, Metaspatial und so weiter. Mein Job ist IT-Beratung, Technik, Architektur. Kann ich alles nicht mehr, weil ich kann nur FTP und HTTP und SMTP. Und agiles Projektmanagement, aber Moderation kann ich ganz gut, glaube ich. Das funktioniert. Den gibt es auch als Online-Slideshow. Und muss wirklich sofort alles in die Enterprise Cloud. Das war so meine Grundidee, weil das passiert im Moment gerade überall. Ja, natürlich. Was für eine blöde Frage, sagt der Cloud-Anbieter. Und muss wirklich sofort alles containerisiert werden? Ja, natürlich. Was für eine blöde Frage, sagt der Softwareentwickler. Und was muss ich dafür können? Dev, Test, Sec, Insert Hot Shit, Ops. Was für eine gute Frage. Was muss ich eigentlich alles können? Nämlich alles. Und das sagt dir aber niemand vorher. Also man gibt es dir erst und dann musst du damit umgehen. Und das ist so eins der Probleme, denke ich. Ich habe jetzt mal geguckt, hier so Architecture 2011. Das ist jetzt irgendwie 12 Jahre her oder so ungefähr. 13 Jahre. And every year we mount a new layer to decouple us from the crap we've done the year before. Das ist so die Grundessenz. Und das sind die Annual Rings, kann ich nur empfehlen. Dann gibt es noch ein anderes, das fand ich auch schön. Ich habe es größer gemacht, weil ich sehe nicht mehr so gut. Ich muss die Bilder größer sehen. Enterprise Architecture Made Easier. What are the green, blue and yellow thingies? Servers, Applications, Components. Das sind so diese schönen Grafiken, die man immer sieht. Ne? Und dann Rectangles. So, die Rettung naht aber, weil jetzt wird alles gut. Und die Rettung, nein, sie naht nicht, sondern sie droht. Und ihr seht schon, was da kommt? AI. AI wird's richten. Und das ist wieder so ein schönes Bild. Ich habe es auch nochmal groß gemacht. Sad Engineers, die sehen vor einer Pile of Complexity, Languages, Toolchains, Infrastructure und dann kommt hinten die App raus. Und dann kommen die Leute, so Leute wie ich, die haben dann gehört, AI ist super. Und die sagen dann, also happy non-engineers, na, wir nehmen dann die AI und lassen die auf den hidden pile of complexity that no longer matters los. Und dann kommt hinten wieder eine App raus. Das ist doch super. Das Problem ist nur, dass wir jetzt nicht zwei, sondern wir brauchen 3 Engineers. Also früher hatten wir einen, jetzt brauchen wir 3. Nämlich den Z-Engineer vorne, der immer noch vor der New Pile of Complexity of AI Pipelines, Templates und so weiter steht. Dann die eigentliche AI und dann die Z-Engineers, die ganz hinten stehen und den Old Pile of Complexity immer noch irgendwie in den Griff bekommen müssen. Und das ist so eine Quintessenz, in der wir, glaube ich, in der Geobranche im Moment auch stehen, weil viel von der Software ist nicht Cloud-Native. Und der Nils sitzt da hinten, das ist einer von denen, die zum Beispiel den Dew-Server dahin bringen, dass er das vielleicht auch wird. Aber wir sind da noch nicht. Und das ist im Moment so der Umbruch. Das heißt, wir haben so ein paar Goodies schon bekommen. Und die Anbieter, die Hoster-Anbieter, die haben jetzt eine Hardware und können auf der viel mehr Leute bedienen. Und wir haben die Softwareentwickler, für die es viel einfacher ist. Und die müssen sich nicht mehr um Paketierung und Abhängigkeiten und so kümmern. Stecken es in den Container und dann geben sie es dir und dann laufen sie weg. Und ein Jahr später ist dann die Frage, wer hat den eigentlich das letzte Mal abgedatet? Ist das Ding noch sicher? Und dann geht's los, dass man sagt, ja, wir hätten einen Wartungsvertrag machen müssen, weil sonst könnt ihr das heute gar nicht mehr benutzen, weil dann geht der CVE-Scanner an, sagt rot und dann geht das nicht mehr. Und deswegen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.